Das nächste, was sehr wichtig ist bei Kommunikation, ist die Absicht, die der Sender hat, um an den Empfänger rüberzuschicken. Die Absicht. Ich male Ihnen das mal kurz auf. Es gibt also einen Sender, der hat eine Idee, eine Absicht. Und die möchte er rüber zu einer anderen Person, zu einem Empfänger schicken. Ich mache Ihnen da mal ein Beispiel. Ist 2 Jahre her in einem Workshop, wo ich sowas auflösen konnte. Da gab es einen ganz, ganz tollen Vertriebsleiter. Der wusste genau, wie man das Vertriebsgebiet neu strukturieren musste und dass dann noch wenigstens 2 neue Angestellte sein mussten, um das wirklich gut aufzubauen und das Unternehmen voranzutreiben. Der wusste das ganz genau, aber aus welchem Grund auch immer, er hat sich nicht getraut, mit seinem Chef das zu sprechen. Die Absicht war so klein, dass er es nicht wirklich rübergebracht hatte. In dem Workshop, den wir dann gemeinsam gemacht haben, konnten wir das auflösen und er hat dann wieder größere Absicht bekommen und konnte das sehr, sehr gut seinem Chef sagen. Und das Ergebnis war, man hat es neu aufgebaut, neue Vertriebsleute angestellt und das Unternehmen floriert sehr, sehr gut zwischenzeitlich.